Erfährt. Was mache ich denn jetzt? Oh. Hallo, Elmo! Ich bin wieder da. Oh, hallo, Julia, da bist du ja schon wieder. Na, alles gut? Ja, ja, ja. Und wie geht's meiner Blume? Deiner Blume, sag mal, wie war's denn im Urlaub? Oh, großartig, ja. Wirklich. Ja. Tolles Wetter, super Essen, Sonnenschein, herrlich. Ja, und jetzt wollte ich meine Blume abholen. Die Blume. Die Blume, das ist so, die ist geklaut worden. Ja, gerade eben. Was? Meine Blume geklaut? Aber wer macht denn sowas? Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich habe nur noch gesehen, wie jemand weggerannt ist und da war es dann auch schon passiert. Und welche Richtung ist er gerannt? Welche Richtung? Ja, ich glaube, da lang. Da lang. Mhm. Okay, aber Elmo, vielleicht kriegen wir den noch. Komm mit. Was? Nein, Julia, die Blume, halt, Julia! Nein, Julia! Hallo, Wolle. Sag mal, hast du hier jemanden mit einer Blume vorbeikommen sehen? Blume? Nee, also... Tja, da kann man wohl nichts machen. Komm, Julia, wir gehen wieder, nicht? Na, jetzt warte mal. Ja, mir hat nämlich jemand meine Blume geklaut. Was? Aber da müssen wir doch was tun. Nein, nein. Ach, wisst ihr was? Das ist ein Fall für... Detektiv Wolle. Nein. Was? Ich meine, nein, wir schaffen das schon alleine. Vielen Dank, Wolle. Ach was, Pferd! Du, Pferd, hast du hier vielleicht jemanden mit einer Blume rumlaufen sehen? Julias Blume wurde nämlich geklaut. Nö, eigentlich nicht. Naja, trotzdem vielen Dank. So, Julia, wir wollen das mal... Die sieht aber ganz ähnlich aus wie meine Blume. Ja, witzig. Pferd? Hast du meine Blume genommen? Ich? Oh nein. Ich habe überhaupt nichts weggenommen. Julia, das ist doch Pferdsblume. Naja, ihr müsst aber zugeben, es ist schon ein ganz schöner Zufall, dass diese Blume genauso aussieht wie meine Blume. Nee, das ist meine Julia, Blume. Die habe ich gerade umgetauscht. Ich habe die nicht geklaut. Ich war's. Was? Ich war's. Ich hab vergessen, deine Blume zu gießen. Und dann habe ich mich nicht getraut, dir das zu sagen. Deswegen habe ich gelogen. Tut mir leid, Julia. Entschuldigung, Pferd. Aber Elmo, das hättest du doch sagen können. Aber es war doch deine Lieblingsblume. Naja, aber das macht doch nichts. Das kann doch jedem mal passieren. Jeder vergisst mal irgendwas. Oder? Ja, klar. Also schon, ja. Alles gut, Elmo. Ja? Entschuldige bitte, Pferd. Och, ist schon okay. Weißt du was? Hier, die schenke ich dir. Dann hast du wieder eine. Oh, danke schön. Das ist aber nett. So, Elmo, weißt du, was wir jetzt machen? Nee. Blumen gießen. Oh, ja, das machen wir, genau. Ja, das machen wir jetzt gleich, ja. Diese Blume, die trinken. Ja, das ist ganz toll. Ja, das gibt mir nicht. Also gut, alle.
alle miteinander. Es ist Zeit zu singen. Oh, warte, warte. Es wird nicht gesungen. Nicht gesungen. Ich bewundere gerade meine Kronkorkensammlung. Und darum willst du keinen Song mit mir singen, Bert? Nein. Aber Bert, es ist ein Dingeling-Dong-Song. Ein Dingeling-Dong-Song? Mhm. Was ist ein Dingeling-Dong-Song? Oh, Bert, das ist ein Song mit Klingeldingern. Und du machst einfach mit. Oh, warte, 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 halt mal bitte. Ich weiß, was du vorhast. Du denkst, wenn du singst, ja, ich normalerweise mitsinge und viel Spaß dabei habe, richtig? Mach doch einfach mit, Bert. Okay. Ich mach mit. Ja. Aber ich werde keinen Spaß haben. Oh, singst du mit den Klingeldingern? Sing den Dingeling-Song. Denn die Dinger mögen Ding, Ding. Dingelingedong. Mit dem Klingeln und Gesang hast du Spaß stundenlang. Singen wir den Dingeling-Song. Okay, Bert, sing mir jetzt einfach nach. Und ihr auch. Sing Ringe, Dinge, Ding, Ding. Komm schon, Bert. Ringe, Dinge, Ding, Ding. Mehr Gefühl. Dinge, Dinge, Dong. Dinge, Dinge, Dong. Ja, so klingt der toll, der Dingedong-Song. Der gefällt mir nicht. Ringe, Dinge, Ding, Dong. Ringe, Dinge, Ding, Dong. Dingelingeling-Song. Dingelingeling-Song. Ich liebe Ping-Pong. Du spielst Ping-Pong? Sing mit mir Ding-Dong. Ding-Dong. Dingelingeling-Dong. Dingedong-Song. Okay, aufhören. Ich habe keine Lust mehr, verschwindet. Ich mag diesen Song nicht. Verschwindet. Verschwindet. Ich mag diesen Song nicht. Verschwindet. Verschwindet alle. Ding-a-ding-dong, ding-a-ding-a-ding-dong, ding-a-ding-a-ding-song. Was machst du da, Bert? Nichts. Hallo. Ich kann das schon selbst. Ich bin Elli und bin schon 5 Jahre alt. Ich zeige euch jetzt, was ich schon ganz alleine kann. Ich pflanze hier gerade Erbsen, weil ich die am liebsten esse. Und mit diesem Ding hier, damit mache ich die Löcher, damit ich weiß, wo ich die Erbsen reinlegen muss. Und dann lege ich dort die Erbsen hinein. Das habe ich schon ganz oft gemacht, die Erbsen zu setzen. Ich glaube sogar jedes Jahr. Pflanzen kann ich schon alleine. Ich pflanze jetzt hier Kartoffeln. Die pflanze ich mit dem Keim nach oben, damit sie auch gut wächst. So, das war's jetzt mit den Kartoffelchen. Geerntet wird erst im Herbst. Das sind Erdbeeren und da freue ich mich schon drauf, wenn die reif sind. Ich glaube, die Erbs braucht 2 Monate, bis sie fertig sind. So lange muss ich warten. Ja, zwischendurch muss man auch mal gießen. Ich gucke jetzt mal, ob die Erbs schon reif sind. Ich möchte die jetzt essen. Ja. Guck mal, wie viele Erbsen ich geerntet habe. Und ich habe die ganz allein gesät. Ich gucke, ob schon eine Kartoffel reif ist. Hier ist schon eine kleine. Auch noch eine größere.
Pferde finde ich richtig super. Vor allem, wenn sie im eigenen Garten wachsen. Davon futter ich jetzt eine. Die schmeckt lecker. Das ist hier meine Ernte. Gartenarbeit mache ich gerne. Oh, dem Himmel sei Dank, ihr seid gekommen. Ihr müsst verhindern, dass der Kekser sich hier einschleicht und unsere Klatschspiel-Weltmeisterschaft vermasselt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich liebe Klatschspiele. Bei Müllers hat's gebrannt. Brand, da bin ich Krümelmonster. Entschuldigung, ich bin nur so schrecklich aufgeregt. Ich brauche dringend Nervennahrung, um mich zu beruhigen. Hey, 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 du kannst dir nicht einfach meine Klatschspiel-Hautcreme aufessen. Was ist eine Klatschspiel-Hautcreme? Es ist eine ganz besondere Creme, die dafür sorgt, dass unsere Hände glatt und geschmeidig bleiben. Für unseren Wettkampf! Krümelmonster, konzentrier dich bitte. Ja, mach ich. Leg die Hautcreme weg und halte Ausschau nach dem Kekser. Ja, ich weiß Bescheid. Und wer ist dieser Kekser eigentlich nochmal? Das darf doch nicht wahr sein! Wir verfolgen ihn jeden Tag! Achte einfach auf den großen Bildschirm. Gut, ja, den Mann kenne ich, alles klar, kein Problem. Ich sorge dafür, dass der Kekser hier niemals den Saal betritt. Ja. Verzeihung. Oh, ja, Entschuldigung, hier geht's lang. Moment, Augenblick mal bitte. Ich muss erst überprüfen und sicherstellen, dass Sie nicht der Kekser sind. Ich? Ja, kleinen Moment. Ich würde sagen, dieselben Haare wie der Kekser? Dieselbe Haut wie der Kekser? Ich glaube, Sie sind der Kekser. Oh, seien Sie doch nicht albern. Ich trage eine Augenklappe, das sehen Sie doch. Ja, das sehe ich. Alles klar, Sie können reingehen. Danke. Ja. Achtung, aufgepasst. Jetzt vertausche ich die Klatschspielhautcreme mit meinem Honig, der sehr, sehr klebrig ist. Wettkämpfer, die Haut vorbereiten. Backe, Backe! Moment! Auszeit! Hey, hey, hallo! Kann uns mal einer hier helfen? Fest. Hallo! Hey, wie es aussieht, braucht ihr mehr Hautcreme! Krümelmonster, ich glaube, das ist gar keine Hautcreme! Nein! Jetzt kleben wir alle zusammen fest! Wie konnte das passieren? Das war überhaupt gar keine Hautcreme, das war sehr, sehr klebriger Honig! Oh nein! Jetzt haben wir ein großes Problem. Wie kommen wir wieder voneinander los? Ganz einfach. Wir ziehen! Jetzt haben wir für die Lösung unseres Problems einen Hinweis. Um voneinander loszukommen, brauchen wir etwas, das man am Strand findet? Oh, dann weiß ich, was wir brauchen. Das kommt mir vor, als hätte der Abgabe. Eine Liegestuhl. Stopp mal, Krümel. Du musst vorher immer erstmal über alles nachdenken. Wie sollen wir mit einem Liegestuhl klebrigen Honig entfernen? Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich brauche einen Keks. Das hilft mir beim Denken. Oh. Ich höre, dass noch ein Hinweis kommt. Um voneinander loszukommen, brauchen wir was Nasses? Oh, jetzt hab ich's! Dieser Kummer kommt frisch aus dem Meer, ist total nass! Waha! Ich kneife euch, ja? Das geht es auch! Ich kann euch ganz schön wehtun, wenn ich will! Mit mir ist nicht zu spaßen! Ach, ich gehe nach Hause! Noch einen weiteren Hinweis! Um uns frei zu bekommen, brauchen wir etwas, das Wellen macht? Ich weiß es, gewelltes Haar. Ich besorge mir sofort einen Lockenstab. Moment mal. Immer erstmal vorher über alles nachdenken. Um uns zu befreien, brauchen wir etwas, das man an einem Strand findet. Etwas, das nass ist und etwas, das Wellen macht. Ich weiß es. Wasser brauchen wir, um damit das klebrige Zeug einfach abzuwaschen. Bravo, Krümel. Sehr gut durchdacht und kombiniert. Ja, aber wo sollen wir denn Wasser finden, bitte schön? Hier ist weit und breit kein Strand. Oh, wie wär's denn mit einer Wasserfontäne? Kauer! Bunker! Was? Das funktioniert. Wir kleben nicht mehr fest.
Knospen schon wieder nicht hingehauen. Aber nächstes Mal kriege ich euch, clevere Kekse. Schnappen wir ihn uns. Ja. Wartet mal. Nichts zu danken, haben wir gern gemacht. Aber das viel Wasser, was passiert denn? Das muss doch einer abstellen. Pus, entscheide dich. Willst du rein oder raus? Wow. Pus, rein oder raus? Na komm. Komm, Pus. Was für ein schöner Tag. Rein, Pus, hör auf. Raus mit dir. Da darfst du auf keinen Fall drüber laufen. Die Blumen müssen doch noch wachsen. Was für ein schöner Tag. Bis bald, Kinder. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
Man sieht sich. Wir sehen uns in der nächsten Sesamstraße. Tschüss.